Willkommen bei PilzLP. Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein neues Projekt. Es wird Oldschool heißen. Und wie hier vielleicht manche erkennen können, dass ich jetzt sofort mit Final Fantasy VII anfangen werde. In dem Oldschool-Projekt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es ganz durch Let's Playen werde. Aber mal sehen, was sich so ergibt. Zu Final Fantasy VII, das spiele ich schon seit meiner Kindheit, glaube ich. Ja, das habe ich schon öfters durchgespielt. Echt ein geiles Spiel, was die Musik angeht, die Location, einfach dieses Feeling, das war richtig geil. Und ja, ich will jetzt nicht lange drum herum reden, deswegen starte ich das einfach jetzt. Und mal sehen, wie es euch gefallen wird. Das sind die Tasten. Ich spiele aber mit dem Xbox-Controller. Hier das geile Intro. Einfach mal schauen, das ist richtig geil. Bin schon aufgeregt. Später wird es ein bisschen komplexer mit Zaubern. Das ist richtig, ja, da habe ich richtig viele Antworten. So, dann mache ich hier rein. Hier sind die anderen Widerstandskämpfer. Also, die Stadt hat 8 Reaktoren, Makoreaktoren, die die Lebensenergie von dem Planeten aussaugen. Und wir wollen halt diese Reaktoren zerstören, damit nicht so viel Lebensenergie aus dem Planeten zieht. Hört sich kompliziert an, aber ihr werdet später mehr erfahren. Ich verspiele dann tatsächlich ganz so schön. Ich heiße natürlich Cloud Strife. Das Spiel ist aus dem Jahre 1997. Deswegen müsst ihr über die Grafik kommen. Die war für damals sehr gut. Reaktor Nummer 1 von 8. Ja.
Thomas Barrett. Natürlich auch Kämpfe, die an einem bestimmten Zeitpunkt auftauchen, zum Beispiel Bosse oder stärkere Monster, die irgendwie eine Kiste bewachen oder so. Dieses Spiel hat sehr viel Story, als man eigentlich vermuten könnte am Anfang. Viel mehr. Wenn ihr auch welche Fragen zum Spiel habt, dann könnt ihr die einfach in den Kommentaren stellen. Also diese Firma, die hier alles regiert, auch die Stadt heißt Shinra, hat die ganze Hauptstadt Midgar übernommen. Midgar ist die größte Stadt in ganz Gaia, das ist der Planet, wo wir uns befinden. Gerade das Relaunch Final Fantasy 7, also das erst 2012 erschienen ist. Das wird dann für Windows 7 und Windows 8 kompatibel gemacht. Die Sounds also die Soundqualität wurde verbessert. Früher war es irgendwie eine MIDI oder so. Die Mitglieder wiederbeleben, weil sie mal ganz unfähig sind. Die da links ist Jesse. Nicht über die Rechtschreibung wundern, die ist ein bisschen verbuggt und auch noch nach der alten Rechtschreibung. Falls ihr euch fragt, was mit dem Arm von Barrett los ist, sein rechter Arm ist ein Maschinengewehr. Den Arm hat er mal verloren, aber ihr werdet es später erfahren in einer Rückblende. Nicht über den Mund von Jesse lustig. Danke. Das sind Roboter, die sind sehr anfällig gegen Blitz, also gegen einen Zauberblitz. Brauche ich aber jetzt noch nicht. Also halt logischerweise, Maschinen können nicht vergiftet werden, sind anfällig gegen Blitz, Menschen oder ja, humane Organismen sind anfällig gegen alles und Gift. Das, was halt logisch ist. Kann man hier als Tutorial sehen. So einfach wie die Monster hier noch sind. Hier wird einem noch alles erklärt. Später werden einem noch die Substanzen erklärt. Ich weiß nicht, ob ich das im nächsten Let's Play noch zeigen soll oder nicht, denn das kann ziemlich lange dauern oder ziemlich nervig. Also ich find's nervig. Keine Ahnung. Schreibt einfach in den Kommentaren, ob ich es dann doch durchgehen soll oder nicht. Ein dickeres Licht, da mache ich einfach Zauber.
unten ist ein Speicherkristall. Nur an diesen Orten und auf der Weltkarte kann ich speichern. Und mein Item Zelt benutzen. Zelt stellt all meine Leben und MP wieder her von allen Gruppenmitgliedern. Speichern. Schon mal ein bisschen vorgespielt. Das speichere ich jetzt einfach 2. Zerstören mit einer. Das ist eine Substanz. Hier, also in der im Relaunch heißt die Materia. So, Bombe einstellen. Also eigentlich ist das hier nur ein Job, den ich hier machen muss, damit ich bezahlt werde. Weil Cloud gerade will. Jetzt habe ich irgendwas in Gedanken bekommen, dass ich das nicht zerstören soll. Cloud ist ein ziemlich komplizierter Charakter. Ich glaube, ich selber habe den noch nicht komplett verstanden. Jetzt kommt ein Endboss. Noch relativ einfach, wenn man sich an die Regeln hält. Auf die Maschine immer Blitz drauf. Und da Barrett nichts hat, einfach mal angriffen. Der hat jetzt den Fokus auf Barrett gelegt, das heißt, dass er den nächsten Angriff auf Barrett machen wird. Der kann sich also im Cloud ein bisschen entspannen. Schaden ist sehr moderat. Barrett hat sein Limit. Ihr seht da unten rechts so eine Anzeige. Wenn die voll ist, kann ich mein Limit machen. Das ist ein sehr starker mit besonderen Fähigkeiten. Jetzt fokussiert er wieder Barrett. Schwanz geworden. Tatsächlich. Also Cloud sagt, dass Barrett vorsichtig sein soll, denn wenn sein Schwanz oben ist, wird er mit seinem Laser gegenkommen. Das ist jetzt ein bisschen warten und ich lasse es so in Ether ist für meine MP Wiederherstellung, Trank für meine HP Wiederherstellung, Phoenix wieder und welche wieder zu bekommen. Also, Blitzsauber. Blitzbereit. Wo sein Schwanz ist hier unten und dann. So langsam sterben. Ja, was sagt ihr? XP und AP ist für die Substanzen, damit ich die verbessern kann. So, ich habe 10 Minuten Zeit, bis diese Bombe explodiert. Weg hier.
ich werde diesen Kämpfen einfach ausweichen, weil es sonst viel zu lange dauert. Vor allem bei so vielen Gegnern. Hier müssen wir erstmal Pause machen für das Let's Play und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann auf Pilzerkirchen.